Also natürlich gibt es politische Kräfte im Westen, die nicht mit dem Prinzen arbeiten wollen, weil vielleicht der Monarchie ein bisschen konservativ und traditionell klingt. Aber es macht keinen Sinn, die Popularität des Prinzes in Iran zu ignorieren. So, er ist populär, er ist das Gesicht des Oppositions. Und das sollten wir als westliche Politiker anerkennen und mit dem Prinzen arbeiten, um Iran zu verändern. Das ist meine Meinung.